herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept von meinen Polo-Keksen. Eigentlich ein leckerer Schokokeks mit Marmelade gefüllt. Die Zutaten habe ich mir vorbereitet. Ich starte, indem ich mir jetzt mal die weiche Butter gemeinsam mit dem Staubzucker und dem Vanillezucker mal schaumig schlage. Also wenn sich dann die Butter und der Zucker schön weiß aufgeschlagen hat, ich zeige euch das mal. Das nennt man hier weiß aufschlagen. Ihr wisst alle, eine Butter ist gelb. Und wenn ihr die aber mit Staubzucker mischt, dann kann man da so richtig viel Luft reinschlagen und das nennt man dann weiß aufschlagen. Wenn das passiert ist, dann kommen jetzt Dotter und Ei dazu. Und das lasst ihr jetzt auch nochmal schön mit aufschlagen. Und jetzt kommen noch die trockenen Zutaten dazu. Also Mehl, Backpulver und Kakao. Und das jetzt auch nochmal vorsichtig unterrühren, bis es verbunden hat. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit schon, während das gerührt hat, habe ich mir einen Spritzer vorbereitet mit so einer runden Tülle unten drauf. Wenn ihr da eine Tülle verwendet, dann später beim Spritzen werden die Kekse in Summe einfach schöner. Ihr könnt natürlich auch einfach nur den Spritzer abschneiden, habt relativ ein gleiches Backergebnis. Aber halt nicht so ganz perfekt. Gut, ich verrühre mir das jetzt dann nochmal. So. So. Und jetzt wird das aufdressiert. Dazu habe ich ein Backblech mit Backpapier drauf. Und da werde ich mir das jetzt drauf spritzen. Wenn ihr Perfektionisten seid und ihr wollt das wirklich ganz, ganz genau gleich haben, dann könntet ihr euch jetzt mit Schablonen runde Kreise aufzeichnen. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl und werde mir da jetzt einfach schöne Dinger draufsetzen. Wenn ihr die Tülle ansetzt und den Teig rausdrückt, drückt ein bisschen gegen den Teig, dann bekommt ihr diese Form. Wenn ihr das jetzt so hochziehen würdet, dann wären da Würsteln und das würde einfach dann nicht schön ausschauen. Also einfach so ein bisschen dagegen drücken, dann funktioniert das gut. So soll es dann in etwa ausschauen. Das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. Ich schätze mal so für 12 Minuten. Ich sage es euch dann später, wie lange es bei mir gebraucht hat. Und dann lasse ich sie auskühlen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die Polos sind bei mir jetzt gebacken. Ich hatte sie jetzt so 10 Minuten im Ofen und wie man sieht, sind sie so schön halbrund jetzt. So eine Kuppe bilden sie. Innen sind sie noch weich. Und ich werde sie jetzt mit Marmelade füllen. Ich habe dazu jetzt noch eine Dirndl-Marmelade, die hat meine Mama mal gemacht. Die ist, für alle, die Dirndl kennen, schmeckt säuerlich. Passt natürlich auch total gut, eine Riebesel-Marmelade oder auch eine Marillen-Marmelade. Sie können einfach mit Marmelade gefüllt. Welche ist Geschmackssache? Ich gebe mir das da jetzt einfach in einen Spritzack. So, das mache ich mir mit so einem Schiebespangerl, mache ich mal das oben zu, dass mir die Marmelade nicht wieder hinten rauskommt. Und dann schneide ich mir vorne einfach so ein Spitzel ab. Und dann fange ich an, sie zu füllen. So, ich suche mir jetzt natürlich die gleich großen zusammen und dressiere mir da jetzt einfach die Marmelade rein. Für alle die, die das bisher immer mit einem Messer gemacht haben, mit Spritzer ist es 100 Millionen Mal einfacher. Und ich fülle die Kekse immer mit extrem viel Marmelade, weil es mir einfach besser schmeckt. Und dann kommt das passende Gegenstück drauf. Und jetzt schaut es eigentlich aus wie ein Macaron. Und das kommt jetzt da bei mir auf so ein Gitter drauf. Und da lasse ich die jetzt dann wirklich lange ziehen. Lange heißt jetzt 1-2 Stunden so. Ihr könnt jetzt das jetzt auch bis morgen einfach mal so lassen. Und morgen dann weitermachen. Schauen wir mal, wie ich das machen werde. Ich suche mir da jetzt immer so die relativ gleich großen Dinger zusammen. Und dann kommt der Deckel drauf. Orangenmarmelade, glaube ich, wäre auch sehr gut dazu. So, die Polos sind jetzt bei mir durchgezogen. Also die Marmelade klebt jetzt gut die beiden Teile zusammen. Und jetzt nehme ich mir einen und tunke ihn jetzt in die Schokolade. Ich habe mir die Schokoglasur vorbereitet. Hälfte
Kochschokolade, Hälfte Butter, geschmolzen über dem Wasserbad. Und jetzt tunke ich mir das bis zur Hälfte ein. Und dann lasse ich den Überschuss gut abtropfen. So, und dann lege ich mir das so schön hin. Und das mache ich jetzt bei allen. Das Schokotunken macht es immer mit der Ruhe, tut es nicht hudeln. Wenn euch die Finger irgendwie in die Schokotunken, wischt es euch ab, weil dann habt ihr richtig saubere, schöne Kekse. Wenn ihr jetzt Schokofinger hättet, hättet ihr dann überall die Schokotapse drauf. Und so ist das echt. Finde ich, schaut es toll aus. So, ich mache das jetzt bei allen Keksen fertig und werde euch dann jetzt noch ein schönes Foto zeigen, aber erst dann, wenn die Schokolade getrocknet ist. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Rezept sagt, ob ihr sie kennt. Es gibt ja auch noch eine andere ähnliche Art von so einem Gebäck. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr euch noch irgendetwas wirklich wünscht für Weihnachten. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!